武器の多さなんて関係ねえ。牙の鋭い方が勝つ。それがキリングバイツだ。Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und heute geht es um das neueste Update von Dragon Ball Legends und meine Kritik-Review dazu. Doch bevor wir dazu kommen, möchte ich nochmal dazu auffordern, wenn dir mein Content gefällt, lass doch ein Abo da, like und kommentiere das Ganze und drück auf die Glocke, damit du nichts verpasst. Und auch nochmal an meine Abonnenten bzw. Zuschauer, bitte liked und kommentiert immer die Videos, weil das ist der beste Support, den ihr einem YouTuber geben könnt. Und vor allen Dingen motiviert mich ja auch weiterzumachen. Und es ist halt nicht viel Aufwand. Mir wurde auch im Discord gesagt, dass manche nicht liken und kommentieren können, weil sie gar keinen Kanal haben. Da kann ich nur sagen, macht es. Es ist ein einziger Klick, das ist kein Aufwand, sich mal eben den Kanal zu erstellen. Da wird nur gefragt, möchtest du einen Kanal erstellen? Ja, fertig. Mehr ist das nicht. Und dann hoffe ich natürlich auf viele von euren Kommentaren und auch vielleicht ein bisschen Kritik, was ich besser machen könnte oder Hervorhebungen, was wirklich gut ist. Und dann soll es jetzt mal mit dem Video losgehen. Das erste, was ich ansprechen möchte, ist das, was mir nicht so gut gefällt. Wir haben neue Angebote. Die sind Grütze. Kauft sie euch nicht, weil ich wette, wenn das Rose Banner kommt, kommen 10-mal bessere Angebote. Und das hier ist halt ein Witz. Bei mir ist es in Dollar, deswegen eigentlich sogar ein bisschen günstiger. $40,99 müssten umgerechnet um die 35 Euro sein für 2900 Zeitkristalle. Und ich muss sagen, nö, das ist es mir einfach nicht wert. Also mein Tipp, Finger davon. Dann, wobei Sound scheiß drauf, das ist ja nur die Geräuschkulisse. Dann kommt dieses hier und normalerweise würde ich sagen, ey, geile Sache, der Multiplikator-Kram kommt zurück. Was mich aber hier nach wie vor stört, ist erstmal A, es kommt jetzt während eines, ich sag mal, Hyped Zenkai und vor einem Hyped Banner, wo ich mir denke, wow, ihr wollt nochmal die Leute schäften, dass sie halt 2900 Zeitkristalle ausgeben, um sich halt hier die Sachen zu holen, oder 2800, um dann zu merken, boah, scheiße, ich kann die ganzen Sparkings gar nicht halten, also die Multiplikatoren gar nicht halten und muss sie dann sofort einsetzen. Bei mir ist es zum Beispiel der Fall, ich hätte mir das gern geholt. Hätte ich gewusst, dass ich die alle nur behalten kann und dann in dem Moment einsetzen kann, wo ich sie wirklich brauche, dann hätte ich gesagt, geil, hole ich mir. Aber ich habe viele dieser Multiplikatoren noch, weil ich sie halt auf bestimmte Charaktere anwenden will. Zum Beispiel habe ich noch einen Legends Limited Multiplikator, weil vielleicht zum Beispiel der Goat mal irgendwann einen Zenkai bekommt und ich ihn auf 6 Sterne habe und dementsprechend hochbringen will. Und ich finde es halt irgendwo ein bisschen asozial von Dragon Ball Legends, halt zu sagen, nein, wir entscheiden, wann du deine Multiplikatoren benutzt und nicht du. So viel dazu. Sonst an sich ist das ein gutes Banner. Wäre es vielleicht nach dem Rose gekommen, während eines All-Star-Banners, hätte ich gesagt, geil. So, skip das All-Star-Banner, hol dir das. So lässt es einfach einen bitteren Beigeschmack. Dann, Zenkai Broly ist endlich da. Ich muss sagen, im Discord haben wir heiß diskutiert, ob er gut ist, ob er schlecht ist. Ich muss sagen, jein. Es kommt drauf an, auf welchen Level ihr ihn habt und in welchem Team ihr ihn spielen wollt. Wenn ihr sagt, ich würde gerne ein Movie-Saga-Team spielen und das wird mein lila Unit, muss ich euch sagen, schlechte Idee. Also das einzige Mal, dass ein Movie-Saga-Team wirklich Top-Tier war, war als Bojack und Gohan ihre Primetime hatten. Und ich denke mal, wenn die beiden ihren Zenkai bekommen, wird das auch genau wieder so kommen, allein schon wegen Bojack. Der hier allerdings ist meiner Meinung nach nur gut für ein Super Saiyajin Team und in Kombination mit Gogeta und Bardock wird dieser Unit seinen Dienst tun. Ich kann euch aber auch nur empfehlen, holt euch ihn mindestens auf Zenkai 6, weil sonst ist er ziemlich nutzlos. Ich habe es vorhin mal mit Zenkai 3 Full Boost versucht. No Chance, also ganz im Ernst. Ansonsten sind seine Fähigkeiten echt nicht schlecht geworden. Ich werde da morgen nochmal ein zusätzliches Review zu machen und vielleicht auch ein Showcase. Ich habe ihn jetzt auf Zenkai 6, leider nicht Full Boost. Mir fehlen unendlich viele Seelen. Ich habe viel zu wenig Energie. Mein Tipp wäre dann Dragon Ball Legends, bringt die Zenkais doch bitte am Wochenende. Da können wir dann halt mit doppelt so viel Seelen abfarmen. Und vor allen Dingen bringt uns die Energie wieder. Dann senkt halt die Punkte, die wir in der Gilde brauchen. Das wäre auf jeden Fall mein Tipp. So, dann haben wir das Freezer-Event-Update. Hier sind zwei gute Ausrüstungen dabei, die würde ich auf jeden Fall mitnehmen.
kann man nichts mit verkehrt machen. Wir kriegen 1000 Zeitkristalle da drin, viel mehr gibt es da eigentlich auch nicht zu sagen. Es sind nicht alle sofort verfügbar, was an sich auch nicht schlimm ist, finde ich. Weil man verbraucht da nicht so viel Energie und hat am nächsten Tag noch ein bisschen zu tun. 1000 Zeitkristalle, mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen, das ist immer noch nach wie vor mega gut. Der Rush wurde erneuert und wie immer haben wir natürlich keine Zeitkristalle für bekommen. Ein Vorteil, finde ich, hat das Ganze aber noch, dass diese Sachen getrennt wurden. Früher musste man sich immer entscheiden, behalte ich die Rush-Medaillen, nehme ich die für Senkai-Seelen oder kommt da vielleicht noch was, wofür ich sie vielleicht auch noch brauchen werde. Jetzt können wir sagen, ja, wir kriegen 25 Medaillen für Senkai, mehr und weniger werden es nicht sein und die können wir dann für den Senkai ausgeben, die wir brauchen und den Rest können wir für alles andere ausgeben. Ich hole mir meistens Senkai-Souls damit. Und neu sind in dem Fall auch noch der Gohan ist dazu gekommen. Der Super Saiyan 3 ist natürlich auch dazu gekommen. Und ich weiß gar nicht, war da noch einer? Nee, ich meine, das waren alle. Ich habe mir natürlich den Super Saiyan 3 gegönnt, weil ich ihn auf 7 habe. Und habe mir noch 500 Souls vom Berus geholt. Damit bin ich damit durch. Die Ausrüstung, die da drin war, ist für Broly. Ich würde aber sagen, er ist eher für LF Broly und den blauen Senkai Broly, vielleicht noch für den roten Broly, weil der auch sehr schlagorientiert ist. Für den lila Broly würde ich die jetzt vielleicht nicht unbedingt spielen. Also ich wüsste jetzt nicht, dass der diesen schlagorientierten Bonus unbedingt braucht. Man kann natürlich sagen, okay, dann hat man den Ausgleich zwischen Blast und Strike so ein bisschen. Würde ich persönlich aber nicht machen. Dann gibt es hier noch so eine Eroberungskampagne. Und an der Stelle muss ich sagen, ich bin so ein bisschen enttäuscht. Früher hat man für sowas, ich glaube, 500 bis 1000 Zeitkristalle gekriegt. Die kriegen jetzt hier 300. Das finde ich ein bisschen lahm. Vor allen Dingen dafür, dass man uns halt den Rush weggenommen hat. Und nach wie vor keinerlei Aussage dazu macht, wo denn diese 500 Zeitkristalle drin sind. So, ich finde, es müsste halt in einem Event oder sonstiges sein, was immer wieder kommt, wo man halt auch diese 500 Zeitkristalle in den 2 Wochen wirklich merkt. Und nicht irgendwie einfach nur, ja, wir packen die woanders rein und dann kann man rätseln, wo die drin sind. So, das war das. Dann haben wir hier noch, die Story wurde weiter hinzugefügt und, ja, was soll ich sagen, die Story zwischen Charlotte und Giblet verdichtet sich so ein bisschen. Warum man Giblet immer noch nicht als Charakter bringt, verstehe ich nicht. Für mich wäre es eine gute Idee zu sagen, okay, schwarze Charaktere zum Beispiel machen weniger Schaden als die üblichen Farben. Dafür sind sie neutral, außer gegen Weiß. Also nur Charlotte könnte dagegen mehr Schaden machen. Dann würde ich es aber so machen, dass die halt, das, was wir im Moment bei den Senkais erleben, sich gegenseitig mit einer Farbe zu boosten, genau so bei sich machen. Wäre doch cool, wenn man halt hätte irgendwie einen Boost für irgendeinen Tech. Sagen wir jetzt mal, Giblet ist jetzt Saiyajin, der gibt halt HP und gibt aber gleichzeitig Schlagangriff, Schlagverteidigung für die Farbe Schwarz und dann kommen halt immer mehr dieser Charaktere raus, die vielleicht auch diese schwarze Key benutzen und dann hätte man eigenes, uniques Black Key Team, wenn man so will. Das wäre mal eine coole Idee. Man könnte außerdem Dragon Ball Origins Charaktere besser mit einbinden, Dragon Ball Legends Origins Charaktere wäre eine coole Sache. Ansonsten gibt es hier nicht weiteres viel zu erwähnen. Die üblichen Events wurden resettet, leider nicht die Tauschbörse, was ich auch sehr schwach finde. Ich würde mir wünschen, dass sie halt auch die Tauschbörse resetten, zumindest was die Souls anbelangt, weil dann hätte ich meine benötigten Souls halt noch daher holen können. Machen die leider auch nicht. Ich weiß nicht warum, weil warum man jetzt bei solchen Ressourcen rumgeizt, weiß ich nicht, Energie, Tickets und so weiter, kann ich alles noch verstehen, aber bei Seelen, komm schon, Dragon Ball Legends, das könnt ihr besser. So, das wäre es eigentlich auch schon von dem Ganzen, was wir hier so haben. Mein Fazit ist, ich bin etwas enttäuscht in Sachen, wie das Ganze wieder gestaltet wurde, was für Angebote gegeben wurden. Wieder werden wir dazu gedrängt, halt irgendwo Zeitkristalle auszugeben, weil halt, die Ressourcen, die da drin sind, gut sind. Und ich finde es halt irgendwo ein bisschen schade, dass man das nicht zu Zeitpunkten macht, wo man so selber für sich sagt, weißt du was, das Event skippe ich eh. Ich sag jetzt mal, das Beste wäre wirklich gewesen, wenn dieses Sparking Limit Break gekommen wäre bei einem All-Star Banner. Wenn jetzt kein LF anstehen würde, boah, ich musste kurz aufstoßen. Wenn jetzt kein LF anstehen würde, würde ich sagen, geil, würde ich sofort reingehen. Aber es hinterlässt immer wieder einen bitteren Nachgeschmack, dass man halt die
Multiplikatoren nicht behalten kann. Und ich finde es auch eine Frechheit, dass uns halt vorgeschrieben wird, wie wir unsere Ressourcen einsetzen sollen. Da könnt ihr auch gerne mal eure Kommentare oder eure Meinung in die Kommentare schreiben. Der Rest ist eigentlich wie gehabt, ist nichts Großartiges Neues. Mein Fazit zu Broly werde ich finally wahrscheinlich morgen gehen. Ich hoffe, ich habe bis dahin halt den einigermaßen gesoulboostet, dass ich auch was zeigen kann. Vorhin habe ich einfach nur derbe auf Fresse gekriegt. Auch Super Saiyajin 3 konnte ich noch nicht wirklich soulboosten. Mal mir fehlen einfach sämtliche Souls hier, wenn ihr mal guckt. Ich habe kaum noch Energie, bin unter 1200 von 1700 gegangen. Und habe bei den Souls, wenn ihr mal so guckt, gerade so auf den ersten Souls, hier habe ich nicht mehr so viel und das ist meistens, woran es hakt, hier blau oder grün, lila. Wenn ihr guckt, hier bei 4 habe ich auch nur noch 20, bei den 3er sind nur noch 2000. 6er habe ich ein bisschen mehr, aber sobald ich die Kerne freischalte, ist da auch schon die Hälfte weg. Das ist halt ein bisschen scheiße gelöst. Ich habe auch das Gefühl, die Zenkais werden diesbezüglich immer teurer. Und das finde ich ein bisschen schade, weil wir werden einfach immer mehr dazu gedrängt, halt Geld auszugeben, wo ich mir denke, ich kann verstehen, dass dieses Unternehmen gewinnorientiert ist, aber es wäre doch bestimmt möglich, alle glücklich zu machen mit fairen Angeboten, weil es wäre doch sinniger, wenn von, keine Ahnung, 20 Millionen Spieler, die sie doch angeblich haben, jeder dazu bereit wäre, $7,99 im Monat auszugeben, anstatt nur 1000 Leute jedes Mal irgendwie, keine Ahnung, 1000 Euro ausgeben. Ja, ich sag mal, ihr könnt es ja selber nachrechnen, bei 20 Millionen, wenn jeder 7,99 ausgibt und dagegen halt 1000 Leute, die halt irgendwie, keine Ahnung, 100 bis 500 Euro ausgeben oder so, wären die 7,99 bei 20 Millionen auf jeden Fall besser. Deswegen verstehe ich nicht, warum man so gierig sein muss. Das ist ein tolles Spiel, man könnte so viel draus machen, es könnte das beste Handyspiel auf der Welt sein, das sage ich voll so, wie ich es meine, weil das Spielprinzip unique ist. Und durch diese Geldgeilheit wird es halt irgendwie auf Dauer kaputt gemacht. Und das ist das, was halt auch immer mehr Spiele abschreckt. Ihr könnt mir, wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und ja, ich hoffe, ihr fasst das wie immer halt, oder was heißt wie immer? Ich hoffe, ihr fasst das als Kritik auf und sagt nicht mehr, warum hatest du immer? Das Spiel ist doch voll toll, so wie es ist. Nee, sorry, also ich kenne andere Spiele, wo es halt besser ist. Das heißt nicht, dass ich diese lieber spiele, weil es ist halt Dragon Ball. Ich mag Dragon Ball. Aber es ist halt schade, dass es einfach so gemolken wird und wenn halt immer mehr Spieler weggehen und selbst die, die immer richtig Kohle reingeworfen haben, irgendwann keinen Bock mehr haben, dann ist das Spiel tot. Dann macht es doch lieber so, dass viele Leute eine kleine Summe reinwerfen, ohne sich verarscht zu fühlen. Dann habt ihr am Ende auf Dauer mehr davon. So, das war's von meiner Seite aus. Wie gesagt, an alle, die zugesehen haben, lasst ein Abo da, liken, kommentieren, ganz wichtig. Habt ihr keinen Kanal, erstellt bitte einen, weil es ist kein Aufwand und gibt mir mega Support. Das wär's erstmal von meiner Seite aus. Ich sag dann noch viel Spaß mit dem Update und bis morgen.